Was geht denn? Wir schreiben den 2. Juli 2021 und Montana Black hat ein eigenes Spiel rausgebracht. Die App ist allerdings von den gleichen Entwicklern wie das Simon Desue Game und außerdem will ich den Monte-Effekt einstecken. Also dachte ich mir, spiele ich das Spiel mal und guck, was es so bringt. Tatsächlich erwarte ich erstmal nicht so viel, aber man muss wirklich zugutehalten, das Spiel kostet 5 Euro einmal, es gibt keine Microtransaction. Aber 5 Euro für ein Mobile-Game ist schon eine Summe, ich finde es noch vertretbar, aber ich würde sagen, wir gehen einfach direkt rein. Es gibt ein crazy Intro, Alter. Holy fuck. 80% Steuern? Verficktes Elend, Mann. Jo, jetzt wird er halt fucking wütend. Wird nachts überfallen? Nein. Oh mein Gott. Die Story ist auf jeden Fall schon mal richtig krass. Es geht darum, dass Kylo vom Finanzamt geklaut wird, weil Monte keine 80% Steuern zahlen will. Holy shit. Okay, wir starten bei Mehmet. Leg los und stürme das Gebäude. Kylo wartet auf dich. Oh, das ist Heisenberg. Holy shit, was ist es? Okay, schaffe das Tutorial. Start. Damn, das Game ist bis hierhin gut. I mean... Yippie. Rein in die Olga. Halt's Maul! Steuere auf der linken Bildschirmfläche den virtuellen Joystick, um zu laufen. Alles klar. Mucke ist halt fucking sick. Oh Mann. Ich wollte so richtig kontroverses Video machen, dass die App übel scheiße ist. Nutze diesen Button für Jumps und Double Jumps. Alles klar, mal wieder. Kann ich da auch zielen? Ah, automatisch. Oh, das ist geil. Monte, bitte. Mann, lass bitte die App jetzt scheiße sein. Mit diesem Button kannst du ordentlich Tritte verteilen. So wie mein Vater früher bei mir. Yes. Ich knapp euch alle ab. War das dein Opa? Vom Style her erinnert mich das überkrass an Jetpack Joyride. Aber es geht halt auch von links und nach rechts. Vielleicht ist es auch das einfach. Alright. Schalte 5 Reporter aus. Komm nicht unter 20% Leben. Probiere einen Monat keinen sexistischen Tweet abzulassen. Ah, okay. Wir kriegen, glaube ich, alles hin. Jetzt geht's los, Digga. Ich komme. Oh mein Gott. Mach dich weg, Alter. Ich bin halt E-Sportler schon. Guckst dir an, pass auf, was ich jetzt für ein Move-Pull. Ach, der stirbt quasi nicht von meiner Super-Attack. Dann sorry. Bruder, wo ist los? Ey, die Voice, hat er die selber, die hat er selber eingesprochen, ne? Hat er die extra eingesprochen? Ich glaube schon. Die sind safe nicht aus dem Video gepickt oder so. Ey, das Gameplay, ach Mann. Ey, ich muss es ganz kurz mal sagen. Ich finde, Monte ist ein fucking scheiß kontroverser Atze, Mann. Sexismusvorwürfe, Rassismusvorwürfe, weirde Skandale, super viele verwerfliche Sachen. Aber ich konzentriere mich hier nur auf die App. Ich habe nur gedacht, im Zuge dessen ist die App halt der Ultraschwachsinn, der Ultra-Trash. Aber nicht, weil es eine Monte-App ist, sondern weil sie halt von den Entwicklern ist, von der Simon Desue-App oder der Leon Mosher App oder so. Ey, ich habe das Thumbnail schon gemacht, wo ich den Daumen nach unten zeige. Was mache ich jetzt? Ich spiele weiter erstmal. Vielleicht kommt noch der Giga-Trash. Alright, weiter geht's. Kriegen wir irgendwie noch ein Waffen-Upgrade oder so? Bitte? Das spielt halt 12-Jährige, Mann. Das ist halt so lustig einfach. Okay, wir haben 300 Get on my Level Points gemacht. Kann man mit den Coins jetzt irgendwie Waffen kaufen oder so? Ich hätte gerne eine MP oder vielleicht kann man auch ein Fotoapparat kaufen, um schöne Momentbildaufnahmen von Frauen zu machen. I don't know. Rein in die Olga. Mit dieser Ausrüstung kommst du nicht weit. Öffne Kisten, um neue, bessere Ausrüstung zu bekommen. Okay, ich muss die mit den Coins aufmachen. Es gibt die Ehre-Kiste. Ich spare auf die Ehre-Kiste. Es gibt die Schmutzkiste, dann gibt es die Sympathisch-Kiste und dann gibt es die Ehre-Kiste. Wir gehen für die Ehre-Kiste, obviously. Jetzt stellt sich mir nur die Frage, was ist der Slot-Automat? Einfach Gambling, Mann. Du hast eine gratis 50er-Umdrehung bekommen. Maschallah, Mann. Auf dem Stinkefinger ist halt wirklich das Paragraphenzeichen. Alter, ich werde... Dieser glücksspielsüchtige Mensch, ey. Okay, wir spinnen, Mann. Wir gehen rein. €455, mein Monatsgehalt. Hartz IV for life, wir spinnen nochmal. Ey, das ist, hier ist wirklich Gambling drin. Okay, das Gute ist aber, ich bin nicht süchtig so wie Monte. Ja, der dreht halt nur auf den Fuffi, ne, das ist halt klar. 50er Umdrehung, Digga. Yippie, Alter. Neues oh! Wäre nie schlecht. Oh! Junge, aber AK ist... Ja, tot, glaube ich. Ja, tot. Halbe Jam in Jars, Mann. Comeback ist real, Mann. 3 Spins. Nee, ist RIP. Neues Equipment wäre nicht schlecht. Von der Sort wüsste ich wirklich gern die RTP jetzt, aber das ist halt fucking Comeback, Mann. Im Shop kannst du deine Ausrüstung verbessern, I guess. Ich habe keinen Bock zu lesen. Okay, wir klicken mal auf Mehmet. Oh mein Gott, hier kann ich... Oh mein Gott. Ey, warum ist das Spiel denn gut? Och, Mann. Dann klicke ich mal auf die AK. Das scheiß Spiel hat Stats? Ich kacke im Strahl. Duplikat verkaufen. Alles verkaufen und rein in die Slots. Alright, was haben wir hier? Die Gucci Sneaks. Oh, das sieht doch fresh aus. Das ist halt einfach ein Witz, ey. Nein, das ist halt ein halbes MMORPG hier, oder was? Müsst mal kurz rülpsen. Hab's getan, sorry. Wir spielen auf jeden Fall noch bis 2K. Und dann kaufen wir die Ehre-Kiste einmal mit Echtgeld. Schön auf den 2K-Spin, oder was? Rein in die Olga. Kylo, ist das der erste Boss? Oh mein Gott, die AK sprayt halt die Leute nieder, Mann. Ohne Judgment, ich versetze mich gerade in so einen 13- oder 12-Jährigen, der jetzt von seinem Lieblingsfrauenfeind eine App spielen kann. Von seinem Spielsüchtigen, habe ich vergessen. Wait. Ach, lol, ich muss die...
Dieser scheiß Roboter hat eine Hitbox. Och, Mann. Ja, die Voicelines killen halt einfach alles. Verpiss dich, du Hurensohn. Ich knall euch alle ab. Hier fehlt halt die Voiceline. Wer möchte sich auf mein Gesicht setzen? Yippie. Hat er gerade Yippie oder Yappie gesagt? Yippie und Yappie sind wie Yin und Yang. Wie schmeckt euch meine Kugel? Scheiße. Schalte 5 Reporter aus. Ey, kriegt ihr da Ärger mit der Justiz eigentlich? Wahrscheinlich ist halt Kunstfreiheit, I guess. Ich habe keine Ahnung, wie es bei Spielen ist, aber schalte 5 Reporter aus. Ich meine, da lässt sich ja auf einiges vielleicht schließen, ne? Gibt's ja eine größere deutsche Zeitung, mit ein paar Reportern, die man quasi ausknipst, wie ein scheiß Lichtschalter. Das ist nicht der Opa, das sind die Zeitungsreporter, der schlägt mit einer Zeitung zu. Da muss ich gleich mal näher hinschauen, vielleicht hat er wirklich ein Bild in der Hand. Jetzt stompen wir gleich Mac mit der Fisterfaust. Junge, das ist halt wirklich ein fucking Roguelike hier. Oder? Was ist los? Was machst du da? Alter, als Maul, Monte. What the fuck? Woher der Flame? Der hatte halt wirklich eine Bildzeitung in der Hand, ne? Okay, wir sind noch nicht unter 30 HP gefallen. Wir warten hier kurz, um zu raggen. Solange würde ich mal kurz jemanden sexuell belästigen, glaube ich. Es ist halt eine Voiceline, wo er rülpst. Ich komme nicht klar. Ja, easy. Snacks, man. WTF, no challenge at all. Get out my fucking level, bitches. Sorry, ich meinte Bitchinnen. Was ist da, wer ist das da oben? Fucking Scooter? Setz mir jetzt eine Cap auf, die zu meinem Stream passt. Du wolltest mir damals kein Interview geben. Das wirst du bereuen. Easy. Komm jetzt noch ein Dialog. Denk ja nicht, dass du eine Chance hast. Es wartet noch so viel auf dich. Da steht halt einfach nur, halt doch einfach der Maul. Digga, das ist halt eine Mischung aus kinderfreundlichem Spiel mit diesem hörspielartigen Sprecher. Und dann kommt Monte einfach, fick dich, du Sohn, du dumme Sohn, halt doch einfach dein Maul. Und sind zum da. Yappie, blast doch. Naja, muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Alright, wie viele Level gibt's denn überhaupt eigentlich? Mann. Also ich bin halt wirklich kein Fan für 5 Euro für eine App oder so. Das ist schon viel Content, Mann. Junge, mach doch deine App schlechter, Mann. WTF. Let's go. Ach, Mann. Ich find doof, dass die Ulti nicht alles wiped, was unter ihm ist. So wie Monte Frauenrechte. Besser ist das, Digga. Ist nicht die Hurensohn. Ich komme nicht drauf klar, dass er in dem Spiel wirklich Hurensohn sagt. Holy shit. Ich glaube, also grundsätzlich ist das nicht schlimm, aber ich weiß nicht, ob das eine Altersbeschränkung hat, das Game. Wahrscheinlich nicht. Verkauft sich besser dann. Bis jetzt ist das Gameplay aber auch sehr monoton. Ich überflute dieses Stockwerk. Du wirst ertrinken. Holy shit, da kommt wirklich Wasser. Yo, das ist die fucking Wutflut aus Malta. Oh, Baby. Jetzt geht's ab. Bruder, wie soll ich das schaffen? Was ich gerade sagen wollte, ist, bis jetzt, muss ich sagen, ist das Gameplay schon recht eintönig. Ist halt ein 2D-Plattformer, aber, also es sind bis jetzt auch sehr, sehr oft die, also es sind halt eigentlich nur die gleichen Gegner. Vielleicht ist das mit einer neuen Welt dann anders, ich habe keine Ahnung. Aber bis jetzt ist das Gameplay sehr eintönig. Also mit dem Wasser war jetzt gerade was Neues. Ich drück dieses Passwort und deine Mom. Ha! Du lässt deine Scheißfinger von meiner Mom und ja? Wir sind's, die aller Ecken. Ist nicht nur ein Sohn. Junge, ich stelle mir gerade halt wirklich so vor, wie der kleine Tom mit seiner Mom auf der Couch sitzt und sagt, kann ich bitte die Monte-App haben? Ja, wie viel kosten die? Ja, 5 Euro. Dann lässt sie sich trotzdem überreden, kauft diese App, sitzt dann nebenbei, klein Timmy spielt und auf einmal kommt, piss dich, du Hurensohn. Junge, dann kommt direkt die nächste. Also es ist halt wirklich monotones Gameplay. Ist es technisch gesehen bei so Spielen wie Mario Run auch, aber da sind es halt nochmal andere Level. Aber ich habe auch vorhin gesehen, hier gibt es auch andere Welten. Aber ob dann das Level-Design, sage ich mal, grundsätzlich anders ist, I don't know. Wir haben eh noch nicht 2000 Coins, wir spielen mal bis zur zweiten Welt. Digga, excuse me? Ich glaube, ich brauche eine andere Waffe dafür. Ich würde es nochmal probieren kurz. Jetzt geht's los, Digga. Ich komme. Ja, wenn du erscheinen würdest, würde es auch reichen. Ich glaube, dein Game ist kaputt. Besser ist das, Digga. Okay, easy. Weißt du, im Fernseher, du gehörst auf den Schrott. So wie ich den... Warum sagt er jetzt nichts? Warum ist manchmal Voiceline und manchmal nur Text? Wir gehen jetzt noch ins erste Level der neuen Welt und gucken, ob das sich ähnelt oder was hier anders ist. Rein in den Weltfrauentag. Es ist nicht wirklich viel anders, muss ich sagen. Halt, das optische Level-Design ist anders. Das Game ist halt ein totales Meme. Abgerübst, tut mir leid mal wieder. Ich glaube, das Grundprinzip kann sich auch nicht wirklich großartig verändern. Macht das Gameplay vielleicht irgendwann langweilig, aber egal. Wir gehen erstmal kurz in diesen Shop rein. Wir haben jetzt fast 3.000. Hier gibt's die Kisten. Ach nein, das waren keine Ehre-Kisten, sorry. Das waren Sympathisch-Kisten. Ich kaufe jetzt eine Ehre-Kiste. Die hatten wir noch gar nicht. Ich kaufe jetzt eine Ehre-Kiste. Let's go. Wir haben Glück mit dieser Kiste. Holy shit, 2 Sachen. Also wir haben die ganze erste Welt durchgespielt, paar Umdrehungen gemacht, paar Waffen genommen, die Ehrenkiste aufgemacht und es hat wirklich Spaß gemacht irgendwie. Das Ding ist, die App kostet 5 Euro. 5 Euro, also ein fucking Vollpreis-Mobile-Titel. Es gibt keine Echtgeld-Microtransactions, was wirklich, wirklich gut ist. Das meine ich halt wirklich ernst. Ich bin halt wirklich davon ausgegangen, dass die App nicht gut ist. Einfach, weil es eine weitere YouTuber-App ist und Simon Desio und Leon Mascher und noch andere Apps und die waren halt wirklich Schmutzdreck. Aber das Game hier, wahrscheinlich steckt da auch ein bisschen mehr Budget drin, aber das Game ist halt wirklich technisch nicht schlecht. Ich glaube, das Game macht Spaß.
Ja, ist relativ leicht zu lernen. Hat halt schon den Monte-Aspekt. Es ist halt ein gutes Handygame, Mann. Ja. Monte ist trotzdem assi.